Oh ja, jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Bist du dir das sicher? Ergib dich! Hände hoch! Ach, schon wieder diese Ladybug. Sorry, ich muss los. Hey, wo willst du denn hin? Ups! Hilfe! Oh, endlich! Hey, ich esse hier. Sieht so aus, als hätte Dracula meine Gebete erhört. Zeit für etwas frisches Blut. Bitte, friss mich nicht. Du bist erledigt, Ladybug. Hey, das ist nicht fair. Wie geht es unserer Patientin? Oh, das ist nicht gut. Sie liegt im Koma. Es ist Essenszeit. Hey, ich habe heute keine Gäste erwartet. Es ist alles meine Schuld. Es tut mir so leid. Ladybug, du bist am Leben. Blut. So, jetzt bin ich satt. Wir sehen uns. Wie geht's dir? Ziemlich seltsam. Ja, das heißt, du kannst wieder eine Heldin sein. Du hast ihn fast besiegt, Ladybug. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Ich habe auf einmal richtig Hunger. Dann lass uns in ein Café gehen. Oh, mir gefällt's dir. Ich weiß, dass du noch am Leben bist, Ladybug. Aber keine Sorge, ich krieg dich schon noch. Ah, jetzt hab ich dich. Was nehme ich? Oh, wie wär's mit einem Burger? Der sieht lecker aus. Okay, ich lade dich ein. Oder sollte ich vielleicht ein Steak nehmen? Ja, ein Steak. Oh nein, was ist denn mit mir los? Ich kann meine Freundin nicht essen. Hast du einen Cocktail bestellt? Hey, wo kommst du denn her? Ich bin hier, um dir zu dienen. Bring mir Ladybug. Hier, du brauchst das. Glückwunsch. Ihr seid unsere millionsten Kunden. Hier ist euer Preis. Mach schon, Ladybug. Ja! Jetzt haben wir noch einen Ballon. Das ist so cool. Ich frag mich, was wir hier haben. Oh oh. Ha, das war's für dich, Ladybug. Von wegen. Alles klar. Jetzt kann ich endlich essen. Das Ende ist fast in Sicht. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Ladybug. Fühl dich wie zu Hause. Gefällt's dir hier? Nicht wirklich. Wir brauchen ein paar Betten. Du hast recht. Lass uns an die Arbeit gehen. Alles, was wir brauchen, sind ein paar Nägel, ein Hammer und ein bisschen Kreativität. Das war's. Und jetzt noch ein bisschen schwarz. Tolle Idee. Irgendwas stimmt hier nicht. Hey, wo willst du denn hin? Ich werde es hier ein bisschen gemütlicher machen. Bist du sicher, dass das klappt? Das ist das perfekte Bett für einen Vampir. Und jetzt noch der letzte Schliff. Diese Punkte werden mir bestimmt Glück bringen. Ich bin mit meinem Bett auch fertig. Oh, du kommst genau zur richtigen Zeit. Das ist genau das, was ich gebracht habe. Oh, so düster und stilvoll. Träum süß. Ich schaue mir meinen Lieblingskanal an. Wow, komm zurück. Ich brauch dich doch. Ladybug, Hilfe. Was ist denn los? Ich hab kein Bett mehr. Komm mit. Hier, jetzt musst du aber schlafen. Gute Nacht. Oh, das ist immer das Gleiche mit dir. Ist es schon morgen? Ah, das ist gar nicht gut. Sieht so aus, als bräuchtest du einen neuen Anzug. Ich werde dir helfen. Na, gefällt er dir? Ja, total. Ich bin eine Superheldin. Hey, der gehört mir. Ein Insekt kann niemals eine Fledermaus werden.
das wird nicht funktionieren, Maybe. Dann müssen wir uns etwas anderes einfallen lassen. Etwas wie das hier vielleicht. Du wirst so gut aussehen, Ladybug. Ich werde in den Wolken schweben. Ein Rennen gegen den Wind. Oh, bitte nicht jetzt. Das ist nicht mein Stil. Oh, ich weiß. Lass uns dein altes Outfit einen vampirischen Touch dazugeben. Das wäre cool, oder? Wir schaffen das schon. Hey, komm mir nicht in die Quere. Lass mich das einfach machen. Los, beeil dich und probier's an. Du siehst unglaublich aus. Und jetzt können wir endlich rausgehen und unsere Arbeit erledigen. Warum suchen wir uns nicht ein Verbrechen zum Bekämpfen? Oder sollen wir etwas essen? Die Sonne, sie brennt. Warte, bin gleich wieder da. Hey, wo bist du denn? Warte. Mach das Licht an. Oh, wie peinlich. Du bist der schlimmste Vampir aller Zeiten. Hey, ist alles okay? Fass mich nicht an. Sag mir nicht, dass du vergessen hast, dich mit Sonnencreme einzucremen. Ein Vampir kann es sich nicht leisten, unvorsichtig zu sein. Schon viel besser. Hey, wie wär's mit einer Entschuldigung? Hast du etwas gesagt? Nein, ich wollte gerade gehen. Wow, sieh dir das mal an. Die schmeißen eine Party. Wir müssen unbedingt hingehen. Keine Partys. Oh, bitte, bitte. Oh, na gut. Das ist der richtige Ort. Da gibt es noch ein Problem. Du hast keine Reißzähne. Und das ist eine Party nur für Vampire. Ha, gib mir einen Moment. Ich kümmere mich darum. Und, was sagst du? Lass uns gehen. So feiern Vampire also? Hi. Du siehst irgendwie verdächtig aus. Ich bin ein Vampir. Schau, dann lass uns die Party in Gang bringen. Komm schon, du musst das probieren. Ist das Blut? Ich kann den Anblick nicht ertragen. Du kannst es stattdessen haben. Wie wär's mit einem Selfie? Sagt alle Tschüss. Seht mal, wie gut wir zusammen aussehen. Sieht so aus, als wäre das Spiel vorbei. Deine Reißzähne sind also nicht echt. Ach komm schon, die sind echt. Lasst uns nichts überstürzen. Komm her, du Betrügerin. Na schön, du hast es so gewollt. Au. Ah, jetzt seid ihr dran. Wir müssen fliehen. Obwohl, ich habe eine Idee, Ladybug. Ihr werdet uns niemals besiegen. Das werdet ihr noch bereuen. Lass uns nach einer anderen Party Ausschau halten. Hier, Maybe. Der ist für dich. Was ist das? Das ist dein Alarmknopf. Immer wenn du ihn drückst, werde ich kommen. Wir sehen uns. Ich werde ihn ausprobieren. Benutze ihn nicht ohne Grund, Maybe. Hier bin ich. Seid ihr bereit für den heutigen Test? Dann lasst uns beginnen. Oh, ich bin nicht bereit für das hier. Oh, hi, du. Ich hab dich so vermisst. Geht. Ladybug, das ist ein Notfall. Hilf mir. Oh nein, Maybe ist in Schwierigkeiten. Ich muss los. Seid still. Was ist los? Mit seinen Zähnen stimmt etwas nicht. Jemand sollte sich besser um seine Zahnhygiene kümmern. Wie wär's, wenn wir zu einem... Du bist ein Genie, Ladybug. Du hast mir echt geholfen. Gut, ich bin wieder da. Nicht so schnell, junge Lady. Du hast den heutigen Test nicht bestanden. Aber ich will keine 6 bekommen. Ändern Sie Ihre Meinung. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Du verdienst eine 1. Die Vampirkräfte haben mir sehr geholfen. Das ist meine Tasche. Gib sie zurück. Oh, das ist meine Chance. Flieg, mein kleiner Akuma. Flieg. Wo habe ich meinen Alarmknopf gelassen? Ha, keiner kommt, um dich zu retten. Dein Zeug gehört jetzt mir. Oh, hi.
Ich werde dir helfen. Und du solltest jetzt gehen. Los, geh und vernichte Ladybug für mich. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ist jemand zu Hause? Oma Bug, du bist da. Ich habe dir so viel zu erzählen. Lass uns das doch bei einer schönen Tasse Tee besprechen, okay? Oh je, was war das? Ach, keine Sorge, Oma. Tu einfach so, als hättest du nichts gesehen, okay? Wenn du das sagst. Sorry, dass ich einfach so hereinplatze. Also, Ladybug, es war... Au! Oh, glaub nicht, dass mich das aufhält. Ich habe dir etwas Leckeres mitgebracht, Schätzchen. Oh, das ist aber lieb von dir, Oma. Aber ich bin jetzt irgendwie allergisch gegen Äpfel. Au, das tut weh. Ach, wer ist denn da? Jetzt geht's dir an den Kragen. Was für ein gemeines Mädchen. Ich werde dir Manieren beibringen. Oh, wusste ich's doch. Hogmoss steckt dahinter. Bin ich etwa kurz eingenickt? Sieht so aus, als hättest du wieder gewonnen, Ladybug. Du bist erledigt, Hogmoss. Hast du das nicht langsam satt? Es wird Zeit, dir eine Lektion zu erteilen. Warte, Maeve. Lass das ein Vampir machen. Bleib einfach zurück und schau zu. Lass uns das ein für alle Mal klären, Ladybug. Ja, genau. Mal sehen, was du davon hältst. Hey, komm zurück. Das Abendessen ist serviert. Hey, hör auf, ich warne dich. Oh, so unheimlich. Was ist gerade passiert? Sind das Reißzähne? Ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen. Wir haben es endlich geschafft. Mir gefällt's. Willkommen. Wollt ihr die Speisekarte sehen? Oh, das wird nicht nötig sein. Ah, nein, bitte nicht. Sieh dir nur diesen köstlichen Happen an, Mary. Oh, was haben wir denn hier? Ich glaube, sie ist auf der Suche nach neuen Eltern. Ja, genau. Wollt ihr meine Eltern sein? Klar wollen wir das. Ja, du kommst mit uns mit. Das war's. Hier sind keine Vampire mehr erlaubt. Bleib von jetzt an weg. Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Können wir lieber ein Taxi nehmen? Es ist so schön. Das ist unglaublich. Da sind wir. Was sagst du? Es ist so cool. Das ist ein richtiges Vampirversteck, oder? So etwas habe ich noch nie gesehen. Diana, wo bist du? Unser Haus kann wirklich gefährlich sein. Hi, Kleiner. Das tut weh. Mom, Dad, ich habe mich verheddert. Wir müssen uns beeilen, Adam. Lass mich los. Ich werde dir helfen. Komm schon. Nur noch ein bisschen. Lass unsere Tochter gehen. Das war's. Die Vampirmom hat den Tag gerettet. Wo bin ich? Liana, versuch vorsichtiger zu sein. Mom, Dad, ich bin hier drüben. Und wer bist du? Ah, da ist etwas. Oh, hab keine Angst. Das brauchen wir. Lass uns dieses alte Ding abstauben und ein bisschen zaubern. Ah, das ist das richtige Ritual. Ich rufe die uralte Magie von Dracula. Deine Mom ist eine Meisterin der Zauberei. Ha, dieser Zauberspruch versagt nie. Na, jetzt ist alles besser, oder? Ja, und ich habe sogar ein neues Bett bekommen. Das war so cool. Vergiss nicht, deinen pelzigen kleinen Freund hierher zu bringen. Danke, Mom. Oh, er ist so flauschig. Ich sehe euch morgen früh. Träum süß. Lasst uns über das heutige Thema sprechen. Seht euch diesen Loser an. Weißt du überhaupt, wie hässlich du bist? Warum suchst du dir nicht einen Kuss für hässliche Loser? Warum seid ihr so gemein? Lasst mich in Ruhe. Liana, du könntest wirklich ein Makeover gebrauchen. Was? Nein, ich bin kein Loser. Ah, beruhig dich, Liana. Ich bin kein Loser. Mom, tut mir so leid. Ich wollte das nicht. Gold kann gefährlich sein, oder? Das war ein toller Schlag. Komm, ich helfe dir. Guten Morgen alle zusammen. Was gibt's zum Frühstück? Heute gibt es eine Überraschung. Du wirst es lieben. Das kenne ich nicht.
Es ist ein Geheimrezept, das von Dracula selbst weitergegeben wurde. Fang schon mal an. Guten Appetit. Woraus ist das überhaupt gemacht? Warte, ich glaube, ich habe etwas vergessen. Milch. Jetzt gibt es endlich Frühstück. Ist auf. Ich rühre das Zeug nicht an. Das ist kein menschliches Essen. Adam, unser Mädchen hat Hunger. Keine Sorge. Wir sollten irgendwo etwas menschliches Essen haben. Oh, stimmt. Hier drin. Nee, Lea. Wir sind schreckliche Eltern. Nein, sind wir nicht. Wir können ihr immer noch etwas von dem leckeren Blut abgeben. Aber Liana ist kein Vampir. Na gut, aufhören. Wir lassen uns was einfallen. Versprochen. Gebt mir einfach etwas Geld. Oh, klar. Das ist schon besser. Bin gleich wieder da. Was hat sie denn vor? Da bin ich wieder. Und ich habe Pizza mitgebracht. Diese Knoblauchsoße ist der Hammer. Alles nur nicht das. Wir sind allergisch gegen Knoblauch. Pizza ist ein tolles Frühstücksgericht. Das ist das Ende. Wir brauchen unsere Atemmasken. Komm schon, komm schon. Puh, wir sind gerettet. Sorry. Ich werde jetzt kein Knoblauch mehr essen. Es ist ruhig. Zu ruhig. Liana? Was hast du vor? Wo ist meine Tochter? Hier bin ich doch. Dieses Make-up steht mir wirklich gut, oder? Oh, das darf nicht wahr sein. Na, ist alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Wohin gehen wir? Das wirst du gleich sehen. Also gut, sie muss hier irgendwo sein. Hab sie. Es ist sinnlos, sich vor mir zu verstecken. Komm schon, komm endlich raus. Braucht da wieder jemand meine Hilfe? Courtney, schön, dich wiederzusehen. Mann, ist sie ein Zombie-Vampir? Natürlich. Okay. Courtney, Schluss damit. Du kannst dich an die Arbeit machen. Mein Look ist ziemlich cool, oder? Ich habe wirklich hart daran gearbeitet. Die vampirische Blässe. Geschafft. Okay, was kommt jetzt? Deine Zeit ist gekommen. Wir müssen dieses Mädchen retten. Wow, ich find's toll. Ich wusste, dass es dir gefällt. Aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt werden wir diese kleinen Kerle herausholen. Ich hab Angst. Sieh dir nur dieses Ergebnis an. Oh, so schön. Du siehst schon viel besser aus. Du siehst umwerfend aus. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Ich wünschte, ich könnte auch so aussehen. Das hast du sehr gut gemacht. Und behalt das Wechselgeld. Ich liebe meinen Job. Schön, dich zu sehen, Liana. Du siehst heute toll aus. Was für ein schönes Wetter heute, oder? Warte, wo ist Liana? Ich glaube, sie ist draußen im Garten. Was soll das? Hat sie ein Date? Oh, das kannst du vergessen. Dieser Typ ist viel zu verdächtig. Mach dir keine Sorgen, Liana. Mom kommt und rettet dich. Mal sehen, was du davon hältst. Hier, Liana. Oh, danke. Das ist so süß. Was ist denn los? Ach, das ist nur meine Mom, die herumalbert. Deine Mom? Ah, verfehlt. Ich brauche einen anderen Plan. Aber zuerst muss ich mich vor der Sonne schützen. Du siehst gut aus, Mary. Und los. Willst du ein Eis? Ich lade dich ein. Danke, Ryan. Da seid ihr ja, ihr tote Tauben. Mal sehen, wie ihr euer Eis jetzt genießt. Ich finde unser Date toll. Ryan? Du bist, du siehst nicht besonders gut aus. Sieht so aus, als wärst du vergiftet worden. Bye, Ryan. Ich werde dich nie vergessen. Beruhig dich. Es wird alles wieder gut. Es steht 1:0. Wir bringen dich nach Hause. Ich bin froh, wieder in der Schule zu sein. Was ist das heutige Thema? Heute werden wir einen Test schreiben. Verschwende keine Zeit. Und fangt an. Ein Test? Ich bin nicht bereit dafür. Ha, das ist so einfach. Ja, ich schätze, ich bin die Einzige. Hey, Megan, kannst du mir helfen? Nein, nicht reden. Konzentriert euch. Oh, du willst es ja nicht anders. Also gut. Komm, Megan, bitte, hilf mir. Denk nicht mal dran. Das ist so ungerecht. Wenn ich so weitermache, werde ich versagen. Aber so leicht gebe ich nicht auf. Es wird Zeit, dir beizubringen, wie man teilt. Liana? Ich wollte nur...
Du bekommst deine 6. Mom und Dad werden ausrasten. Oh, stimmt. Meine Eltern sind doch Vampire. Ich sollte Mom einfach um Hilfe bitten. Was ist denn los, Schätzchen? Mein Lehrer hat mir eine 6 gegeben. Hey, lassen Sie das. Es wird kein bisschen wehtun. Also, Liana ist die Beste in der Klasse. Ja. Sie verdient eine 1+. Was ist mit meinem Test? Eine 1+. Danke, Mom. Du hast mir so geholfen. Kann ich einen kleinen Snack haben? Denk dran, Liana. Zu viele Süßigkeiten sind schlecht für deine Zähne. Na gut, aber nur 1. Lecker. Mein Zahn. Das darf nicht wahr sein. Ich hab dich gewarnt. Du musst mir helfen, Mom. Wir müssen uns beeilen und dich zum Zahnarzt bringen. Wie kann ich dir helfen? Ich habe einen Zahn verloren. Wir geben dir einen brandneuen Reißzahn. So, und such dir einen aus. Nein. Dann sieh dir das hier an. Ziemlich cool, oder? Er besteht aus purem Gold. Los nicht. Was ist mit dem da? Wow. Ja, oder? So glänzend. Du siehst toll aus, Liana. Denk dran, neue Zähne sind ziemlich teuer. Oh, natürlich. Ich kümmere mich darum. Oh, ich habe wirklich Hunger. Hey, was ist hier los? Alles Gute, Liana. Ah, danke. Ich weiß, was ich mir wünschen werde. Dann lasst uns mit der Party beginnen. Juhu. Oh, eine Pinata. Ich will sie sofort treffen. Fang an, Schätzchen. Du schaffst das. Oh, Vorsicht. Liana, mach ein bisschen langsamer. Oh, so geht das nicht. Hilf mir, Adam. Klar. Mom? Dad? Was ist denn hier los? Fang an, Schätzchen. Aber warum sollte ich das brauchen? Das wirst du gleich sehen. Ah, ich bin ein Vampir. Wo kommen denn die ganzen Pickel her? Ich dachte, Vampire sollten makellos sein. Es gibt kein Mädchen auf der Welt, das nicht von einer romantischen Liebesgeschichte träumt. Ha, sieh dir nur ihre Reißzähne an. Oh, schau mal, wie unheimlich ich bin. Hi. Redest du mit mir? Klar. Leider sind romantische Träume sehr leicht zu zerstören. Ha, sieh dich nur an. Ein Glück gibt es eine Freundin, die ihr hilft. Raus mit euch, ihr Fieslinge. Ah, ein Vampir. Komm mit, ich habe eine Idee. Oh, Kylies Vampirversteck ist so stilvoll. Oh, stimmt. So kann das nicht mehr weitergehen. Wow, danke für deine Hilfe, Fluffy. Dein Gesicht ist voller Pickel. Bin ich das? Ah! Oh, die werde ich jetzt alle ausdrücken. Na gut, warte hier auf mich. Sorry, dass ich störe, aber... Hier, das ist dein Porensauger. Jetzt kannst du dich von deinen Pickeln verabschieden. Oh, warum habe ich das nicht schon früher ausprobiert? Warte, was ist mit den Mitessern? Die kriegen wir mit einer Skelettbehandlung in den Griff. Wir reiben ein paar davon fein und... Perfekt! Das Ergebnis wird sofort sichtbar sein. Vertrau mir. Dieses Rezept wird in meiner Familie seit Generationen weitergegeben. Und dieser Magnet wird uns helfen, diese Unvollkommenheiten loszuwerden. Oh, meine Haut ist jetzt so glatt. Es funktioniert jedes Mal. Und Fluffy scheint das Ergebnis auch zu gefallen. Warte, nein, wir müssen das sofort beenden. Bereite dich auf die Mundspülung vor. Wow, sieh dir nur diesen ganzen Dreck an. Keine Sorge, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Trotzdem muss das Lächeln eines Vampirs perfekt sein. Ein Glück hat Kylie ein anderes Werkzeug für diesen Job. Trag einfach etwas Bleaching-Gel auf und lass das Mundstück seine Arbeit machen. Wow, sieh dir nur diesen Glanz an. Hey, pass auf. Aha. Das war's.
Das ist die Ruhestätte von Draculas Oma. Sieh dir nur diese unglaublichen Reißzähne an. Hey, aha, das ist eine super Idee. Danke, Oma. Ich habe eine Überraschung für dich. Wow. Wow, du bist die Beste. Ich weiß. Au, das tut weh. Jemand hat mich gerade gebissen. Ah, Kylie, Hilfe. Oh je. Du hast ja ein ganzes Nest von Schlangen. Mach dir keine Sorgen. Das ist dein neuer bester Freund. Die Bürste. Oh, komm schon. Oh, das ist echt schwer. Ja, mir fehlen die Worte. Wie auch immer, lass uns einfach deine Haare sauber machen. Dieses Gerät wird uns helfen, Lianas Haar wieder seidig glatt zu machen. Hm, hey, das fühlt sich gut an. Ich weiß. Oh, diese Massage ist etwas ganz Besonderes. Ich würde alles für dich tun. Ah, das fühlt sich gut an. Warte, Kylie, bist du das? Jetzt müssen wir deine Haare stylen. Ich hoffe, dir gefällt, was ich für dich geplant habe. Wow, das ist unglaublich. Wow. Wir sind noch nicht fertig. Eine Schablone und etwas Haarfarbe ist alles, was wir brauchen. Ein Knopfdruck. Und wir haben ein schönes Fledermausmuster. Wow. Du siehst großartig aus. Aber woher kommt dieser Gestank? Ich habe keine Ahnung. Warum? Nimm die Hände hoch. Weißt du... Das war's, Liana. Mir reicht's. Puh, das war anstrengend. Aber es hat sich gelohnt. Hm, so schön und frisch. Hm, heilige Haare. Ich glaube, es ist Zeit für Plan B. Blödes Licht. Sei nicht so ein Angsthase. Du willst doch, dass dein Schwarm dich mag. Hm. Oder? Ja, du hast recht. Ich habe einen langen Weg vor mir. Na dann, aus den Augen, aus dem Sinn. Oh, was würde ich nur ohne dich tun, Kylie? Diese weißen Flecken tun dir wirklich keinen Gefallen. Oh, du meinst die? Vergiss es. Nein, das werde ich nicht. Wir müssen sie loswerden. Ah, was willst du tun? Das willst du gleich sehen. Ich fühle mich jetzt viel wohler. Das ist ein super Look für dich. Ah, wir müssen rennen. Geh weg von mir. Wow, danke. Ah, das geht gar nicht. Es wird Zeit für eine Enthaarung. Schritt 1. Schmelze das Wachs und mische es gut. Schritt 2. Trage das Wachs auf die Haare auf. Schritt 3. Verwende die Lollis. Au! Das tut weh. Für Schönheit muss man halt Opfer bringen. Siehst du? Siehst du? Das darf nicht noch einmal vorkommen, okay? Ich verspreche's. Ich ertrag das nicht mehr. Was ist denn? Diese Schuhe. Die sind der Horror. Oh nein. Das soll wohl ein Witz sein. Fluffy, wir haben hier einen Notfall. Danke, Kumpel. Sei nicht schüchtern. Wir werden dieses Chaos im Handumdrehen beseitigen. Wow, das ist wirklich harte Arbeit. Komm schon, ich helfe dir. Ja, du kannst mir helfen, indem du auf deine Manieren achtest. Obwohl, sieht doch ganz nett aus, oder? Oh, aber dieser Gestank. Ich glaube, wir müssen auf ein paar härtere Maßnahmen zurückgreifen. Wir brauchen diese speziellen Hausschuhe und einen starken Knoblauchgeruch. Dieses Fußbad wird dir helfen. Oh, und natürlich dürfen wir eine Prise Zauberstaub nicht vergessen. Viel Spaß, Liana. Das war's. Wie wär's, wenn wir noch ein paar Strasssteine hinzufügen? So sieht es noch besser aus. Und diese Strumpfhose wird dein Look aufpeppen. Oh, ich liebe es. Weißt du was? Man kann nie zu viel Schmuck haben. Die werden Lianas neuem Look einen ganz besonderen Charme verleihen. Wow. Schön. Oh, Kylie, ich muss diese Schuhe kaufen. Sind sie nicht unglaublich? Lieferung. Ah, meine Lieferung ist da. Bin gleich wieder da. Weißt du, ich habe ziemlichen Hunger. Hä? Ah! Na, wie sehe ich aus?
gut, oder? Was machst du da? Mhm. Dicke Augenbrauen sind diese Saison wirklich in. Oh nein, das geht so nicht. Wir brauchen schnell Micellenwasser. So, okay. Und? Ist es besser so? Ja, fast. Hast du schon mal eine Pinzette benutzt? Wow, dafür brauchen wir etwas Robusteres. Bleib ganz ruhig. Oh, was kommt jetzt? Ein gleichmäßiger Hautton. Wir tragen die Tönungscreme einfach auf den Schminkschwamm auf und verteilen sie gleichmäßig auf dem Gesicht. Sieh dir nur diese glatte Haut an. Können wir auch an dem Cat-Eyes-Look arbeiten? Eine Plastikkarte wird uns helfen, die Linien schön gerade zu ziehen. Jetzt noch roten Lippenstift auftragen, um das finstere Bild zu vervollständigen. Ein bisschen Gloss kann auch nicht schaden. Jetzt bin ich bereit, die Welt zu erobern. Dann lass uns losgehen. Hey, April. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Du bist so schön wie diese Rose. Das war's. Hey, Freddy. Hey, was ist mit mir? Hier, das ist für dich. Ja, nicht übel. Aber du bist nicht der Richtige für mich. Hey, Nick, hast du Lust auf ein Date? Oh, das sieht nach dem Beginn einer sehr romantischen Liebesgeschichte aus.